Jo, jetzt geht's weiter bei einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 7. Wir sind im Gefängnis der Shinra. Wir wurden gefasst, als wir das Gebäude verlassen wollten. Und ja, jetzt müssen wir versuchen, hier irgendwie rauszukommen. Wir haben nur die Möglichkeit, hier rumzuirren und zu gucken, wie es den anderen geht. Wir können jetzt von Zelle zu Zelle springen und die Unterhaltungen mitverfolgen. Aber so wirklich tun können wir ja nichts. Der Barrett ist mit dem Hund zusammengesperrt. Der Planet wird immer schwächer. Wie wär's mit dir, Hund? Der sucht seine Familie, der kleine Hund. Du bist so verdammt langweilig. Ah, jetzt kann ich wieder rumlaufen. Was sagst du mir so Schönes? Du bist so mutig. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie es Aeris ergeht. Da kommt jetzt auch noch so ein Dialog. Und dann werden wir, glaube ich, schlafen, am nächsten Morgen aufwachen. Und dann passiert was. Bist du in Sicherheit? Ha ja, ich lieg in der Zelle. Ich will jetzt mal meine Bezahlung. Meine Bezahlung war ja eine Verabredung, genau so wie sie es jetzt sagt. Oh, Tifa ist eifersüchtig. Ja, in der Story muss man sich zwischen beiden Mädels entscheiden. Ich habe mich ja für Aeris entschieden. Oh, jetzt zicken die beide rum. Das weiß sie nicht. Sie war doch nur ein kleines Kind, als ihre Mutter sterbend in Sektor 7 aufgefunden wurde. Die Zedra wurden aus dem Planeten geboren, sprich mit dem Planeten. Und öffnen den Planeten. Und dann... Ja. Ich kann also mit dem Planeten sprechen. So, ich glaube, das war's. Jetzt gehen wir ins Bett. Ne, jetzt müssen wir, glaube ich, noch anhören. Ne, lass uns einfach ein bisschen schlafen. Genug davon, wir wollen weiterkommen hier. So, wir wachen auf am nächsten Tag. Unsere Zellentür ist geöffnet. Jetzt werden wir erstmal rausfinden, warum das ist. Oh, wach auf. Nee, sie wacht natürlich nicht auf. Oh, die Tür ist offen. Wann ist sie aufgegangen? Keine Ahnung. Aufwachen. Ich glaube, wir müssen selber auf Erkundungstour gehen. Oh, da liegt ein Toter. Was ist da passiert? Was ist passiert? Irgendwie kann ich ja nicht weiter.
auf! Wir sind frei! Ja, jetzt lass mal die Frau wieder alleine hier rumlaufen. Das ist gut. Ja, seltsam. Und wieso ist nur unsere Zelle offen? Das ist komisch. Er müsste den Schlüssel bei sich haben. Okay. Hallo. Tja, weil ich der übermächtige Mensch bin, der den Schlüssel für alle Türen hat. Wieso kann ich hier nicht aufmachen? Vielleicht kann da noch was drin sein. Nicht so lange labern und losgehen, bevor die uns wieder schnappen hier. So, auf geht's. Alle irgendwie tot. Oh. Ach, dieses Subjekt, die Mutter oder was auch immer, ist entkommen. Genova hieß sie. Was kannst du mir sagen? Genova Subjekt sieht aus, als wäre es vom oberen Stock im Aufzug zum... Oh. Es kommt ein richtig, richtig böser Kampf, du. Deshalb speichern wir nochmal. Tadum. So, das ist gut, dass wir uns jetzt mit der Gift-Substanz Materie ausgerüstet haben. Weil dieser böse Kampf... Oh. Ach ja, hier kommen auch noch Monster. Ist klar, ne? Ist klar. Ich hätte jetzt eher gern den Red in meinem Team. Oh. Das ist Zwiebel da, oder? Bin ich auch noch vergiftet und ich habe, glaube ich, kein Gegenmittel. Und die halten auch noch wahnsinnig viel aus und teilen richtig aus, du. Sage mal, jetzt verreckt doch mal hier. Der sollte jetzt mal tot sein. Jawohl. Naja. So, ich glaube, dass wir jetzt weiterhin, auch wenn wir rumlaufen, noch vergiftet sind. Deshalb sollte ich irgendwas dagegen tun. Ne, er scheint nicht zu vergiftet zu sein. Trotzdem. Heilen, heilen. Und wir haben nichts mehr zum Heilen. Nur noch drei Heat-Tränke. Oh, sieht aus, als wäre es nach oben gegangen. Sag mal, wieso kann man da immer nicht durch? Ich will zu kotzen. Wie kommt man da nach oben? Ne, irgendwie bin ich gerade auf dem falschen Dampfer. Ne? Ich muss doch da nach oben, das Vieh ist der Ort da oben lang gegangen, aber ich kann da irgendwie nicht durch. Was sind das jetzt schon wieder für Missgestalten? Wo steht's? Oh, schon wieder vergiftet. Sage mal, ein Gift nach dem anderen. Verweigern. Mhm. Ah, ich sollte Aeris mal mit Materie und so weiter ausrüsten, weil die hat da jetzt nichts drin, weil das der Red noch drin hatte. Yeah. Ach, sie schläft. That's it. Aufwachen, Mädel. Ich könnte sie jetzt auch schlagen, damit sie aufwacht. Sag mal. Die geht gleich drauf hier. Na, immer die am wenigsten Schaden macht, die bringt die Gegner um. Schon lustig.
So, da wir nichts mehr haben. Hals. Ach. Klar, du hast die Heilung. Muss ihn ja langlaufen, ey. Immer dem Blutspur nach, oder was? Ach, da unten geht's lang. Jetzt. Das ist eine optische Täuschung. Ich dachte, da muss er oben irgendwie lang. Oh nein. Diese Viecher hier, die raffen mich noch hin. Oh Gott. Und ich habe natürlich wieder vergessen, sie mit etwas auszurüsten. Yeah, zweimal hier. Super. Sie ist schon wieder vergiftet, die Arme. Ja, die haut schon rein. So. So läuft es. Was sind das überhaupt für Viecher? Einer anderen Welt. Oh oh. Hm, sie schläft. Ruh dich aus. Wir machen das schon. Die Viecher haben nicht ganz so viel Schaden. Oh, das ist gut für den nächsten Bosskampf, wenn die Aeris gleich ihr Limit voll hat. Giftmüll. Mhm. So, jetzt rüste ich sie aber mal aus, ey, sonst komme ich hier gar nicht mehr dazu. So. Sternamulett schützt vor Gift. So, Materie geben wir hier auch jetzt. Oh, da gibt es aber richtig viel. Alle. Und dann nehmen wir Heilen. Genesung. Und noch ein bisschen was. Die Feintechnik, die lernt dann gleich. Probieren wir mal Raub. Warte mal, bevor die jetzt hier noch stirbt. So, weiter geht's. Aber ich frage mich, wie dieses Subjekt die Türen aufmachen konnte, weil die hat ja natürlich keine Codekarte. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Das nehmen wir natürlich sehr gerne in Anspruch. Extra so gesetzt, dass wir noch schön weit laufen müssen, um den zu erreichen, damit dann gleich wieder die Gegner kommen und mich hier wieder nerven. Na, 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 na. Okay, doch nichts. So, hier hört das Blut irgendwie auf. Oh, der Shinra-Präsident ist tot. Das Schwert, wem gehört das wohl? Hm? Ja, wem gehört das wohl? Der Chef von Shinra Inc. ist tot. Ja, Sephiroth hat ihn umgebracht. Warum soll er nicht am Leben sein? Der ist so übermächtig, der Kerl. Na, hier geblieben. Palmer. Das ist, glaube ich, der Finanztypi von der Shinra. Ja, er hat ihn gesehen. Er hat ihn mit eigenen Augen gesehen, Sephiroth. Verständlich. Nee. Niemals. Ach, Rufus. Rufus ist, glaube ich, der Chef von den Torx.
Ah, nee, halt. Ja, stimmt. Das ist der Vizepräsident. Der wird jetzt neuer Präsident von Shinra. Nachdem sein Vater ja tot ist. Ne? Ja, war doch gerade der Helikopter. Ja, spinne ich jetzt? Ich hätte gerne das Schwert. Nu, was muss ich jetzt machen? Ah, okay. Ja. Wer seid ihr? Wir übernehmen dieses Gebäude. Ich bin von Avalanche. Ebenfalls. Ein Blumenmädchen aus den Slums und ein Forschungsobjekt. Ah ja. Eine bunte Truppe. Ja, buntes Team. Ich bin Rufus, Präsident von Shinra. Sieht aus, als ob die lächeln wollen. Ist immer so. Oh, er wird die Welt durch Furcht regieren. Ach, ich muss alleine gegen den kämpfen. Sehr schön. Das freut mich ja. Jetzt muss ich, glaube ich, mit denen hier aus dem Gebäude abhauen. Also jetzt muss ich mit denen hier abhauen. Clouds und tiefer Materie entfernen. Ja, sonst kommen wir ja nicht aus dem Gebäude raus. Was der da oben macht, ist mir scheißegal. So. Titanreif rein. Talisman rein. So. Schon. So, dann versuchen wir mal das Gebäude hier zu verlassen. Wie geht das nicht? Diese Tür backt schon wieder. Oh, Angriff von hinten auch noch. Jetzt muss ich mit diesen Schwächlingen hier arbeiten. Nein, das gibt's ja nicht. Toll. Ihr Limit nicht benutzen, weil es heilt ja alle und das wäre ja gerade sinnlos. Konnte nicht stehlen, super.
Ich glaube, stehlen ist am Anfang ein bisschen sinnvoll. Ach, die sind am Anfang alle so schwach, ey. So. Aber ist cool, dass sie diese Kampfanimation noch angepasst haben, dass der Boden auch voller Blut ist. Ich kenne diese Tür nicht auf. Hast du jetzt einen Aufzug? Jetzt ist. Ich soll ja gar nicht die Treppe nehmen. So, klingen und raus hier. Oh, ein Endgegner. Ja, das war jetzt aber gerade dramatisch, komisch. Oh, über Glasscherben. So, wir können jetzt natürlich nicht da drüber angreifen. Das kann nur der Barrett. Das geht auch nicht. Schmeiß mal eine Granate. Oh. Der zwiebelt aber. Also so normale Angriffe gehen nicht. Mal sehen, ob das geht. Hey, nein. Ja, geht. Super. Normal angreifen kann ich nicht. Scheiße, dass sie keinen Zauber drin hat. Wenn sie ab Raub geht, aber ich glaube, es geht nicht. Ich kann ja nicht darüber springen. Na, zu weit weg. Das war ich doch. Also Eis bringt schon mal nichts. Ja. Scheint das können, habe ich leider nichts gelernt. Er bringt auch nichts, wohl nur Blitz. Oh oh. Sensorkanone ist gelandet. Sensorkanone ist geladen. Wellenartillerie. Oh. Ah, klasse. Was ist das? Das tut weh. Nochmal. Ja, und schläft auch noch, was? Wow. Jetzt wird's aber langsam mal kritisch hier. Meine Ressourcen gehen langsam aus. Aber ich glaube, der hält nicht ganz so viel aus. Also wenn ich den Barrett jetzt nicht geheilt kriege, dann ist er tot. Oh, Gott sei Dank.
A, B-Kanone? Nein, C-Kanone. Oh, vergiftet. Ja, nur im Hochhallen. Biomat natürlich nicht, weil es ist eine Maschine, ist ja klar. Der schläft schon wieder. Faule Bande. Also das ist ja schon echt ein Kampf höchster Klasse. Ich bin ja nur am Heilen. So wie es in den späteren Kämpfen auch ist. Aber später hat man die Substanz alle, wo mehrfach benutzt werden kann. Also wo mehrfach alle halt heilen, weil man mehrfach alle heilen kann, und dann ist es auch ein bisschen entspannter hier. What the fuck? Fliegender Bohrer. Macht mir gar nichts. Bock. Jetzt müsste aber tot sein. Ja, das war's. Schöner Kampf. Oh, ein Armband. Jetzt muss ich auch nochmal kämpfen. Toll, jetzt haben die alle meine Ausrüstung hier. Das ist ja klasse. Das ist ja super. Achso, mit Wechseln. Was ist ein Wechseln? Was ist denn die Taste wechseln? Umschalten, einfügen. Menü innerhalb der Truppe mit wechseln, austauschen, mit Start beenden. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich weiß nicht, was die Wechseltaste ist. Ha, zwei tote Präsidenten an einem Tag wäre doch besser. Ne. Jetzt habe ich natürlich kein Heilen, das ist besonders super toll. Der hat da so ein Vieh. Wo ihm jedes Mal ein Schild gibt oder was. Und mich beißt. So, ich hoffe, der kann es nicht wiederholen. Ach, verdammt, ich hätte den Querhieb nehmen sollen. Das zieht doch mehr ab. Der hat halt ein fettes Schild, jetzt der Typ. Ich glaube, Zauber mehr abzieht. Na, das blockt er, glaube ich, nicht. Sterben wir jetzt, scheiße. Sehr gut. Unser Blitz mehr abzieht. Zack. Nee. Wie, schon fertig, oder was? Der ist noch nicht fertig. Dem zieh ich ja nix.
So, Limit voll, Querhieb. Das zieht wahrscheinlich weniger ab wie mein Zauber, weil der das Schild auf sich drauf hat. Mehr hat er nicht drauf. Eine Barriere und eine Schrohrschlinde. Das wär's für heute. Die mit ihren scheiß Helikoptern. Schutzweste und eine Abwehrkapsel. Schön. So, raus hier. Es wird ja heute eine lange Folge. Ja. Oh nein. Jetzt muss ich ja nicht alleine kämpfen, oder? Wunderbar. Ich glaube, das haben wir mit Absicht so gemacht. Ich sitze hier alleine kämpfen muss gegen so fette Viecher. Wow, 70. Das ist halt echt das nächste Mal, wenn ich die Möglichkeit habe einzukaufen, sollte ich echt mal ein paar Heat-Tränke einkaufen. Piazza-Dusche. Ja, wäre ziemlich dumm gewesen, wenn ich jetzt gestorben wäre. Phönixfeder. Hallo. Er ist entkommen. Oh scheiße, ich hätte noch speichern sollen vorher. Viele Soldaten. Mr. Barrett. Würde ich vorschlagen zu beleben. Da hinten ist ein Fahrzeug. Alle hierher, Cloud hat einen Fluchtweg. Oh, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig, du. Zum Glück fahren die Dinger auch, die da ausgestellt sind. So, auf geht's. Ich hoffe, ich krieg das jetzt gebacken. Mit der Steuerung. Weil so schwer ist es, glaube ich, nicht. So. Fettes Motorrad. Steuere das Motorrad mit den Pfeiltasten und rette deine Freundin mit dem Lastwagen. Was ist wechseln? Abbruch gruppieren, Menü, Menü, Start, Spiel, starten. Was ist wechseln? Ich hab nur abbrechen. Umschalten, Ziel, Kamera, Start. Ja, gucken wir mal. Ah, okay.
so. Like. Ich kann die andere Taste nicht drücken, weil das ist auf der anderen Seite meiner Tastatur. Ja, mein Leben interessiert ja nicht. Das Leben von den vorne interessiert. Zack. Treffer. 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 So, da haben wir es geschafft, oder? Nee. Das Leben von Cloud und es hier zum Glück nicht. Einfach so wegkommen. So, haben wir es jetzt? Oh, oh, kommt ein fetter Endgegner von hinten. Immer so fette Viecher hier. So, da geht's nicht weiter. Jetzt kommt hier wieder ein fetter Kampf, oder was? Heiler, nein. Oh, yeah. Auch noch Angriff von hinten. Die haben sich da schon umgedreht, lass mich verarschen. Zum Glück habe ich nicht gespeichert, du. Also was die Shinra hier immer für Maschinen haben, du. Oh, 380, du. Leck mich am Zipfel, du. Ja, die haben jetzt natürlich keine Materie mehr drin, das ist auch wieder klasse. Ne, diesmal nicht. So. Ich muss dringend irgendwo mal leveln, wenn ich hier irgendwann mal Zeit habe und die Möglichkeit habe, Sachen zu kaufen. Dann ist ja nichts hier. Oh, das war knapp. Oh, jetzt noch ein Blitz. Bam. Wieder so ein böser Zeitgenosse, der so viel aushält. Yeah. Goldenes Feuer. Ich glaube, jetzt dürfte er tot sein. Boom. Ne, aber jetzt, komm schon. Jetzt bin ich gleich tot.
Alter, zieht er der Blitz mehr ab. Rückwärtshaltung. Zack. Puh. So, ich hoffe, das war's jetzt erstmal mit den Reihen an Gegnern hier. Harte Sache, aber was will man erwarten, wenn man ins Shinra-Hauptgebäude eindringt? Ah, er hat ein neues Limit erreicht. Ja, das ist eine lange Folge für euch halt. Aber eine Rechnung zu begleichen. Ich glaube, die wirst du nicht so einfach begleichen können. Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, wir haben eine neue tolle Gruppe gegründet. Über viele Dinge will sie Sachen erfahren. Und Tiefer geht natürlich auch mit. So, wir haben Midgard verlassen. Wir befinden uns jetzt auf der Weltkarte, soweit ich weiß. Gehen wir. Und da können wir die ganze Zeit speichern. Nee, ich glaube, dass der Cloud der Anführer ist. Cloud soll es tun. Er ist der Anführer. Der natürlich auch hier die Hauptrolle spielt. Lauf nach Nordosten zu einer Stadt namens Kalm. Wenn etwas passiert, treffen wir uns dort. Jo, teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Also, wir nehmen mit ihn hier und ihn hier vorerst. Die Mädels laufen alleine. Mann, was bin ich für ein Kavalier? Unerwartet. Unerwartete Kombination, ja. Viel Spaß, Jungs. Also ist schon scheiße, die Mädels da jetzt alleine zu lassen, aber ist halt einfach besser. So, ja, das war's dann auch schon. Wieder mit dem heutigen Let's Play. Es war eine richtig lange Folge für euch. Ja, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Haut ihr rein, bis dahin. Tschüss.